Am 21. August fand in Kamenz die feierliche Einweihung des neuen Schulanbaus am Lessing-Gymnasium statt. Viele Kamenzer hatten sich hier versammelt, um das neue Gebäude einmal ganz genau zu betrachten. In den vergangenen 27 Monaten ist die Lessing-Schule energetisch saniert und erweitert worden. Im Beisein von Staatsminister Thomas Schmidt eröffnete Landrat Michael Harig die Veranstaltung. Ich wünsche der Schule alles Gute, möge nie ein schlechter Zufall bzw. eine gesellschaftliche Verwerfung dazu führen, dieses Gebäude in Frage zu stellen, sondern ich wünsche den Schülern, den Lehrern, den Eltern an den Familien viel Glück und dies war. Kamenz Bürgermeister Roland Danz bedankte sich noch beim Landrat für seine langjährige Arbeit und das positive Mitwirken, bevor er das Wort an die Bürger richtete. Er zog Bilanz der letzten 2 Jahre Bauzeit und blickte zudem auf die kommenden Projekte in der Lessingstadt. Hierbei hofft er auf die Unterstützung der Bürger. Gemeinsamen Wanddurchschnitt und ich will nochmal, lieber Michael, das ist ja dein letzter offizieller Akt heute hier, dir ganz herzlich danken und die Hand schütteln. Und für die Zukunft wünschen wir dir alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit. Mit dem sanierten Sportplatz und auch mit einer Lösung für unsere Schwimmhalle. Gemeinsam weiter. Gemeinsam sind wir alle stärker und sind wir alle gewinnt. Des Weiteren wurde die neue stellvertretende Schulleiterin Heike Peschel vorgestellt und ihr von Michael Harig der symbolische Schlüssel überreicht. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen hier in dem schönen Lessing-Gymnasium im Altbau wie im modernen Neubau. Wir hoffen auf ein erfolgreiches Schuljahr, Schulschule als Beginn jetzt 2022. Möge diese Schule zu Ehre der Menschen der Stadt Kamenz, des Landkreises Bautzen, des Freistaates Sachsen und der Bundesrepublik Deutschland natürlich auch ihre Funktion erfüllen. Vielen herzlichen Dank und ich verspreche, es wird uns gelingen. Frau Peschel blickt freudig auf die kommenden Aufgaben in der Lessing-Schule und gibt uns dazu noch ein paar Worte mit. Also ich ganz persönlich freue mich natürlich, dass die Schule wieder in die Stadt kommt, dass sie also nie so JWD da am Flughafen irgendwo ist, sondern dass wir wirklich auch diese städtische Nähe anfassen können und davon profitieren und dass die Stadt auch von uns profitieren kann. Das ist meine große Freude. Und dann habe ich noch eine persönliche Freude für mich. Ich habe hier in diesem Hause das Abitur gemacht, habe in dieser Aula, in der ich heute diese Grußworte sagen durfte, mein eigenes Abiturzeugnis bekommen und darf jetzt als Lehrer dorthin wieder zurückkehren. Was gibt's da Bestes? Im Anschluss wurde zudem noch die neue Lessing-Bibliothek eingeweiht. Diese ist von ihrem alten Standort am Lessingplatz in den Anbau des Lessing-Gymnasiums umgezogen. Danz überreichte der neuen Bibliotheksleitung Frau Kutter ebenfalls einen symbolischen Schlüssel. Die Lessing-Bibliothek wird dann am 4. Oktober offiziell eröffnet. Das Bücherhaus bietet dann für seine Besucher auch noch eine neue Besonderheit. Im Übrigen, da kann man dann Tag und Nacht rein. Offene Bibliothek. Wir sind alle gespannt, wie das funktioniert. Frau Kutter, danke für die Unterstützung, für das gute Gelingen. Viel Glück und eine glückliche Hand Ihrer Mannschaft. Zuletzt wurde das Band durchschnitten und die Besichtigung von Landrat Harig eröffnet. Infolgedessen konnten sich die Besucher den neuen Komplex genauer anschauen und auch die neuen digitalen Erweiterungen erleben. Ich freue mich, auch wenn das möglicherweise nicht alle Kollegen tun, darauf, dass wir endlich aus dem Haus raus sind, was mit seinen technischen Möglichkeiten durchaus, ich habe es manchmal gesagt, an ein Museum erinnerte, dass wir jetzt diese technischen Möglichkeiten, jeder Raum ist mit einer digitalen Tafel ausgestattet, nutzen werden und auch nutzen werden, so wie es die technischen Möglichkeiten sind. Also alles das ausschöpfen, was geht. Neben dem neuen Gebäudekomplex wurde zudem auch ein Fahrradstellplatz für die Schüler errichtet. Mit insgesamt 30 Millionen Euro Gesamtinvestition ist dieser Bau eines der größten Investitionsvorhaben im schulischen Bereich im gesamten Freistaat. Das Vorhaben wurde dabei vornehmlich aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Städtebaufördermitteln gefördert. In der nächsten Woche können sich dann auch die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums über die neuen Lernmaterialien und Unterrichtsräume freuen. Denn dann beginnt wieder die Schule.